Läuft das Ding? Ding läuft, Ton läuft. Ist es das Haus? Ich glaube, irgendwie ein Malerin-Film oder so. Irgend so ein Kunstscheiß. Rollladen ist ohne? Ist die nicht da? Mal sehen, wenn sie hier rauskommt, kann man die Einstellung bestimmt nachher gut gebrauchen. Kommt nur noch so Sprecher drüber gelegt und ein bisschen Musik. Und dann passt es schon. Komisch. Der Briefkasten ist zugeklebt. Guckt die hier noch wo? Ja. Einen wunderschönen guten Tag, das Fernsehteam ist da. Schön, dass Sie kommen konnten. Kommen Sie bitte rein. Na, das ist meine Begrüßung. Folgen Sie guten Tag. Bitte. Nee, laufen Sie noch ein bisschen nach unten. Das sieht viel besser aus für die Zuschauer, wenn wir hier eine Einstellung haben, wie sie nach oben kommen. Das ist mein kleines, bescheidenes Reich. Entschuldigung, aber hier steht nur ein Stuhl. Ja, das reicht doch. Das reicht mir vollkommen. Wissen Sie, ich lebe sehr minimalistisch. Ich lebe für die Kunden. Es ist schön gemütlich. Die Aussicht ist herrlich, die inspiriert mich und ich möchte meine Inspiration ungern durch Schnickschnack stören lassen. Jetzt kommen wir zum interessanten Part, mein Atelier. Ich gebe Ihnen hier gerade mal noch eine Taschenlampe, die werden Sie brauchen. Das Atelier befindet sich nämlich im Keller. Oh, ich sehe, was Sie meinen. Bitte gehen Sie einfach. Aber Moment, ja, ich muss noch kurz auf Nachtsicht. Das geht auch mit Taschenlampe sonst nicht. Bilder sind Momentaufnahmen von Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun. Lassen Sie die Bilder ruhig auf sich wirken. Schön. Sie können mir auch gerne folgen. Wenn Sie möchten, in meinen Schaffensraum. Einfach mir nach. Hier können Sie sehen, wo ich mich täglich künstlerisch austobe. Mein Schaffensraum. Und hier sehen Sie eine weiße Leinwand. Und die wird nicht weiß bleiben. Denn Sie dürfen heute teilhaben daran, wie ich dieses Kunstwerk gestalte. Sie dürfen live dabei sein. Ich gehe gerade noch meine Malutensilien holen und dann bin ich gleich wieder da. Ja. Glaubst du, die kommt wieder? Was war das? Hallo? Damit, dass wir Teil ihres Schaffenswerkes werden.